schattig bist du. Den Schatten kannst du hinterher wegmachen. Schattig. Ja, ich habe einen Schatten. Ja. Hm? Hallo Borkheide, hallo Welt. Da sind wir wieder, der Kikeriku. Matze. Nee, der hat jetzt einen neuen Namen. Kikeriku heißt er jetzt. Und Lutze. Kikeriku, merke ich mir jetzt. Gruß der Woche geht heute an die Fußballmannschaft vom BSV 90. Und warum, lieber Matze? 2:1 gestern gewonnen. Genau, das erste Spiel gewonnen gestern gegen Kickers 94 oder so. Potsdamer Truppe. Hm. Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Endlich geht's aufwärts. Hoffe ich. Jetzt wird nur noch gewonnen. Und ansonsten nehmt euch schön eine Stunde Zeit, wird eine lange Sendung heute. Die Fußballmannschaft? Wieso? Nee, allgemein. Zeit. Wir landen jetzt als allererstes mal beim Arbeitseinsatz im Waldbad. Da war nämlich Arbeitseinsatz, habe ich gehört. Ja, guck mal, und wie schön das aussieht da. Mit den. Was denn da? Wasser, die trinken Wasser. Ja, hast du gesehen, wie der Jörg mit Arm gewedelt hat? Der versteht gar nicht, dass sie alle Wasser trinken. Guck mal, da wird das ganze Laub aus den Hecken raus. Du warst ja auch da. Das habe ich aber nicht mitgekriegt. Ja, das jetzt, aber dich hat man gar nicht in der Hecke beim Laub machen gesehen, glaube ich. Nicht? Doch, ich habe Laub gemacht. Richtig viel. Ich ja, herzlichen Dank vom Waldblatt-Vorstand an alle, die da waren. Das hat richtig gut funktioniert und das Laub ist auch so gut wie weg. Ein paar Blätter fallen jetzt noch, aber schneidet nicht so. Da kommt nochmal Wind und dann sind die auch weg. Wind ist genau. Kalt wird's. So, dann habe ich hier stehen, Ines Renner ist wieder genäht worden. Ach nee, Quatsch, hat wieder genäht. Und wie man hier auf den Bildern sehen kann, wie immer hat sie wieder Herzen für Schmerzen. Gegen Schmerzen heißt es ja. Herzen gegen Schmerzen genäht. Genau, für das Brustkrebszentrum in Potsdam. Und das sind 270 Herzen genäht worden. Große Herzen, genau. Und die wurden diesmal in Stahnsdorf genäht. Sie ist also nach Stahnsdorf ausgereist. Und hat das dort gemacht, aber einige Teile wurden auch schon hier in Borkheide mit vorbereitet. Warum mit Stahnsdorf? Das müssten wir die Ines jetzt persönlich fragen. Ja, Ines, willst du anrufen? Ines, warum hast du die... Ines, du schreibst unter das Video einfach drunter, warum diesmal in Stahnsdorf. Genau. Das interessiert mich jetzt einfach mal. Hm. Ja, so. Ja. So, dann hat mir ja gesagt, wir waren beim Richtfest bei Franzi. Ja, und, wir haben ja gesagt, wir wurden zum Richtfest eingeladen und haben ja auch schon mal festgelegt, dass das eine sehr gute Aktion hier für Borkheide ist, uns zum Richtfest einzuladen. Also zumindest für uns wäre das eine gute Aktion. Ja, finde ich cool, ja. Mhm. Ich habe das kurz und knapp Video. Lass mal laufen. Oder wie? Wir gehen jetzt zum Richtfest. Hat man ja angekündigt in der letzten Sendung. Und BNTV auf Reisen. Wir sind aber mit aufreißen? Radl da. Wen willst du aufreißen? Mit Radl sind du hast deine Frau dabei, du kannst keinen aufreißen. Sag mal, Lütze. Was haben die für einen Dachstuhl? Der sieht so... Ja, aus Holz. Aus Holz? Ja, der Dachstuhl ist immer aus Holz. Ein bisschen luftig von oben, oder? Ach, scheiße, dreh ich mal. Da müssen wir hin. Da? Los. Ja, damit man sich mal vorstellen kann, wie es aussieht. Ja, aber da ist ein Loch im Dach. Ja, das ist da ringt es rein. Bitte, den Kran kannst du einpacken nachher, den nehmen wir mit. Mit diesen Worten hab hier oben ich dieses Gläschen nun erhoben. Mit diesen Worten trinke ich es aus und werf es zu Scherben in das Haus. Prost! Ja. Da können wir richtig geile Videos machen. Warte, ich schalte mal ein. Hier, jetzt. Matze, hast du dir jemals denken können, dass wir mal mit dem Arsch an der Wand stehen? Ist soweit. In manchen Situationen ist es besser. Da ist ein Ankernagel drin. Da fehlt der Ankernagel. Das ist nur aufgelegt. Da fehlt das ganze Dach. Ne? Ja, bitte. Ja, das Ganze können wir hier nicht bringen. Das wäre zu komisch gewesen. Ja, es gibt ein privates. Es gibt ein öffentliches. Es gibt ja privates. Und dann waren wir natürlich auch, aber das habt ihr ja in dem anderen Film auf dem Kanal schon gesehen, zum Richtfest in Borkwalde. Genau, das war das zweite Richtfest. Also da das mit der Einladung hat schon wieder mal geklappt. Genau, da findet ihr bei uns auf dem Kanal das Video dazu. Das ist ja auch ein relativ langes Video. Länger als die 30 Sekunden oder 20 Sekunden vom RBB. Und du wirst es nicht glauben, wir sind zum
dritten Richtfest eingeladen. Genau, jetzt, es geht aber schnell jetzt, oder? Jetzt. Es läuft, wenn es läuft, läuft. Dann gehen, wir, dann gehen wir noch diesen Monat noch mal zum dritten Richtfest und mal gucken, was wir darüber zu berichten haben. Da haben wir bestimmt was. Und bevor wir es vergessen, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen ordentlich die Werbetrommel rühren und zwar für den Weihnachtsmann. Am 3.12. ab 16 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt wieder zu finden. Und weil schon immer gesagt wurde, da spielt Kurzschluss. Nein, nein, da spielt nicht Kurzschluss, aber da spielt der Markus und ich glaube, der Robert ist auch da. Wenn er da ist. Wenn er da ist, mit Gitarre und die spielen Weihnachtslieder mit den Kindern und den. Also Kurzschluss kommt jetzt nicht als Band dahin. Nee. Das geht nicht. Nein, das ist nur Akustik. Genau. Wollte ich nochmal klarstellen, weil der Markus, der wurde schon immer angesprochen und wunderte sich, weil die Leute, es war wohl, kam wohl ein bisschen zweideutig rüber. Ich meine, wir verbinden die natürlich immer mit Kurzschluss, die sind von Kurzschluss, aber die spielen dort privat. Unplugged. Unplugged? Unplugged. Weihnachtslieder. Und natürlich, wir haben schon ein paar Süßigkeiten ergattern können. Ja, danke schön für die ersten Spenden. Genau, danke auch an Familie Schmidt und an Friseur. Anne. Friseur, so. An Anne. Aline. Ja. Und Roswitha. Ja. Und von wem kommt noch? Das werden wir dann noch sehen. Das werden wir noch sehen. Mhm. Ja, ein paar Süßigkeiten können wir noch gebrauchen. Also ihr könnt uns noch unterstützen, beziehungsweise nicht uns, den Weihnachtsmann natürlich. Ja. Und freuen uns darauf, dass wir am 3.12. den Weihnachtsmann in Burgheide wieder haben, der die Wunschzettel einpackt. Genau. Ach so, ich soll eigentlich mal Bescheid sagen, dass man eventuell auf den Wunschzettel, wenn möglich, den Namen hinterlässt, damit der Weihnachtsmann weiß, wen er antworten soll. Genau. Das wäre ganz toll auf den Wunschzetteln der Kinder. So ihr das möchtet, schreibt doch einfach hinten drauf. Denn soweit wer und woher. Genau, soweit ich weiß, hat die Masse der Kinder letztes Jahr eine Antwort bekommen. Aber es war dann ein bisschen schwierig, die Wunschzettel zuzuordnen. Mhm. Also da sind, glaube ich, 4 oder 5 oder so nicht zugeordnet worden, aber ich bin sowieso erstaunt, dass die alle rausgekriegt hat, der Weihnachtsmann. Er ist ja nicht doof, der Junge. Ne? Natürlich nicht. Ist ja nicht doof, ja, der Dicke. Ja, das und dann gleich danach, nach dem 3. kommt der 10. weil 1, 2, 3, 10. Ja, korrekt. Ja, und da ist Weihnachtsmarkt im Waldbad. Wann geht das los? Der offizielle Start ist mit der Ansprache 15 Uhr vor der Bühne. Mhm. Und wenn die Pfarrerin mit der Ansprache fertig ist, dann öffnen auch die Stände zum Verkauf. Okay. Und für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, die Stände aufbauen. Ab um 12 Uhr können die Stände aufgebaut werden. Und so gegen 14:45 geht dann auch das Tor offiziell auf, dass alle rein können. Wir sind auch da. Vielleicht auch schon ein bisschen eher. Wir sind auch. Ich mache wieder ein bisschen Tontechnik am... Mhm. Und du machst ein paar Fotos. Ich mache ein paar Fotos und ich will auch sehen, dass ich da irgendwo noch ein paar Kalender mit anbieten. Na, kommen wir nachher zu den Kalendern, kommen wir nochmal. Ja. Jo, so, dann Weihnachtsmarkt und dann der nächste Termin ist am 1.1. Nacktbaden im Waldbad. Ach nee, das war, glaube ich, falsch, oder? Eisbaden im Nacktbad? Eisbaden. Nein, auch nicht. Aber Eisbaden im Waldbad. Ja, jetzt haben wir es. Ja. Eisbaden im Waldbad mit Uniform wieder. Gibt es da wieder was zu gewinnen? Haben wir jetzt noch gar nicht so offiziell durchgesprochen, aber wir haben ja noch eine Sitzung. Vorstandssitzung im Dezember. Mhm. Und ich möchte da der Verantwortlichen nicht vorgreifen. Ich könnte ja mal rüber. Nein, ist gut. Nein, werden wir im nächsten Mal besprechen. Ja, bestimmt, oder? Es war ja immer so gewesen davor, dass man da im Kostüm kam, weil es war ja immer. Das war VC. Wir sind jetzt NC. Wir sind NCer jetzt. Und du meinst, es hat sich jetzt was verändert? Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ich kann dem jetzt nicht vorgreifen, ist jetzt nicht mein Part. Ich mache Tontechnik. Das war okay. Zum Waldbad, Weihnachtsmarkt und Eisbaden werden wir noch separat bereden. Genau. Und da steht auch schon der zweite Termin fürs neue Jahr. Wir haben noch nicht mal das alte zu Ende, aber wir haben schon zwei neue Termine fürs nächste Jahr. Und zwar am 8.1. geht es weiter, Matze. Ja, starte doch das Video, machen wir ganz einfach. Ja. Ja. Video bitte. Hallo und schöne Grüße vom Gelände heute mal des Sportvereins. Denn wir sind kurz vorm Jahresende und ist gar nicht weit hin, dann ist nämlich der 8.1. Und zum 8.1. ist hier was? Spendenlauf.
Neujahrslauf. Neujahrslauf. Normal, nochmal. Nee, das schneiden wir nicht raus. Alle vorbereitet auf das Video. Merkst du was? Wunderbar, wir haben Neujahrslauf. Da weiß ich doch. So, jetzt müssen wir, jetzt könnte ich böse fragen, wie vielte ist es denn? Aber auch das müsste ich nachrecherchieren. Ist der auch nicht erste so schön. Nach Corona. Der erste nach, also 1 nach 10. Gut, wunderbar. Am 8.1., wann geht es denn eigentlich los? 10 Uhr, Start hier. Um 10 Uhr, Start hier auf dem Platz. Dann geht es die, denke ich mal, fast bekannte Runde durch den Wald. Die ist ungefähr so äquivalent wie die vom Waldbadlauf, wo man auch noch ein bisschen abkürzen kann, je nachdem, wie man drauf ist. Und abgesichert wird es durch? Die DLRG Ortsgruppe Borkheide. Korrekt. Ja. Steht da oben drauf. Ja, das wird auch wieder eine Kombination geben, so wie es auch schon vorher war. Die Absicherung an der Strecke und auch hier vor Ort wird die DLRG sicher unterstützend tätig sein bei den ganzen Vor- und Nachbereitungen. Denn es gibt ja auch wieder garantiert ein wenig Verpflegung. Sehr gut gelernt. Gestellt vom Bockheider SV. Einwandfrei. Gibt es eine Bratwurst garantiert wieder? Sicherlich. Ne? Ja, ja. Dann wird es genug Glühwein. Und ein Glühwein und natürlich auch ein alkoholfreies Getränk. Fürs Wohl wird gesorgt sein. Ja, das ist schön. Ja, dann können wir eigentlich nur sagen, die Vorbereitung kann losgehen. Ihr könnt euch langsam die Sportschuhe anziehen, bis dahin üben und über Weihnachten natürlich auch ein bisschen das ein oder andere mal laufen gehen. Weglassen, etwas weglassen. Ja. Die Walker sind natürlich auch willkommen. Ah, die Walker natürlich auch. Und nicht Johnny Walker, den lassen wir diesmal weg. Das wäre kontraproduktiv. Ja, gut, freuen wir uns auf die Veranstaltung. Das ist dann die zweite im Neujahr, denn kurz nach dem Eisbaden. Erst frieren, dann schwitzen und dann geht es weiter. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Da gucken wir. Ja, ihr habt es gehört. Ja. Rennen ist wieder angesagt. Ich hoffe, ihr seid nüchtern bis zum 8.1. wieder und machen dann den Neujahrslauf von der DLRG und vom BSV 90. Also die beiden organisieren das da. Meinst du jetzt nüchtern vom 7. bis zum 8.? Nee, vom 31. Oder gibt es überhaupt 31. der Dezember? Also 30. Dezember. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. 31. Steht bei dir da drauf, oder was? Ja, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, Dezember ist wieder oben. Oben heißt 31 Tage. Pfiffikus. Hat mir gemerkt. Mechanisches Gehirn. Ja, aus dem letzten Jahrtausend. Also, 31. Ja, klar. Nüchtern bis zum 8., dann ist Neujahrslauf angesagt. Da gibt es auch, habe ich gehört. Hast du richtig gehört? Und Glühwein. Ja, Vollverpflegung. Schon wieder saufen? Nein, doch. Für dich gibt es auch Wasser und Tee. So, und dann steht hier noch auf unserem Zettel Pyramiden von Gizeh. Nein, nicht von mir. Nicht? Nein, die schönste, die vermutlich schönste Weihnachtspyramide im ganzen Land Brandenburg. Steht in Burgwalde. Und die steht eigentlich jedes Jahr da. Mhm. Bloß im letzten Jahr hat der Stefan gemerkt, als er das Gestänge angefasst hat von seiner Pyramide, dass der Strom willig war, ihn zu durchfließen. Und das fand er nicht so gut. Daraufhin hat er der Motor eine Reparatur gegeben. Am Ende kam raus, dass beim ursprünglichen Zusammenbau des Motors eine Unterlegscheibe in das Motorgehäuse reingefallen ist und die ganze Windung aufgeschlitzt hat, also die Wicklung aufgeschlitzt hat und es dazu zu einem Gehäuseschluss kam, der natürlich für den Anfassenden sehr ungünstig ist. Ja, dann hat er den Motor reparieren lassen, für die kleine Summe noch ein bisschen Zeitschaltuhr anbauen lassen und da sind satte 1000 Euro rausgekommen, um die Pyramide dieses Jahr wieder drehen zu lassen, sich drehen zu lassen. Genau. Und dann haben wir einen Tipp für euch. Da haben wir einen ganz großen Tipp für euch. Also, immer wenn ihr vorbeigeht, kleinen Briefumschlag und in den Briefkasten. Spart euch den Briefumschlag, der kostet Geld. Werft das Geld gleich so rein. Also wenn ihr euch an dieser Pyramide erfreut und den Stefan und Heidi ein bisschen unterstützen möchtet beim Laufen der Pyramide, weil der Strom, den zahlt er ja auch selber, wenn das Ding sich dreht abends und die Beleuchtung auch noch, könnt ihr gerne was in den Briefkasten reinwerfen. Sie freuen sich wirklich und der baut sich auch nächstes Jahr wieder auf. Mhm. Vielleicht sollte man ihm beim Aufbauen wieder mal beglücken. Wir gehen mal vorbei. Mit Anwesenheit beglücken. Weißt du, wenn er anfängt? Wir sagen ihm das aber nicht, dass wir vorbeikommen. Und wir kriegen das raus. Wie kriegt er? Aber er kriegt nicht raus, dass wir kommen. Nee. Aber nicht verraten. Nein. Psst. Nee, sagen wir nicht. Sagen wir nicht Bescheid. Genau. Ach so, wir haben noch Termine vergessen. Guck mal, am 18.11. ist Laternenumzug hier bei uns in Borkheide und vorher auf dem Marktplatz gibt es noch ein paar Stände, ne? Ja, 16.30 Uhr eröffnen die Stände auf dem Marktplatz zum Laternenumzug. Da wird es Bratwurst geben, da wird es Kinderpunsch geben und heißen Apfelsaft, zum Beispiel an dem Stand der DLRG.
Daneben befindet sich der Stand vom Kita-Förderverein. Und ich glaube, ich war jetzt nicht bei der Vorbereitungsveranstaltung dabei, ich glaube, der Schulförderverein ist auch da. Zumindest war er letztes Jahr da, ich glaube, er ist wieder da. Mal gucken. Ja, und dann geht es so 18 Uhr los. Es ist diesmal sogar ein richtiger Fanfarenzug da mit 15 Musikanten. Oh, ich habe jetzt 15 Anhänger, habe ich jetzt gedacht. Ein Zug mit 15 Anhängern. Das heißt Waggons beim Zug, nicht Anhänger. Anhänger ist am Traktor. Genau, dann ist Laternenumzug einmal um das innere Karree von Borgheide, also Hauptstraße vor, Belitzer hoch, ich glaube am Uhlenhorst oder irgendwo hinten nochmal rechts ab und am Finkenhain zurück. Da dürfen alle Kinder teilnehmen und alle Junggebliebenen. Ja, gehst natürlich. Du auch mit Laterne? Nee, mit Kamera. Nein, ich stehe mit am Grillstand. Du stehst am Grillstand? Ja. Dann kannst du ja auch Kalender verkaufen. Das ist an dem Stand, wo du auch deine Kalender anbieten werden kannst. Wir gucken. Also wir sind auch da. Wir sind irgendwie auch am 18.11. Ja. ab 16.30 Uhr. Genau. So, und dann kommt noch am 19.11. der nächste Termin. Und 19.11., das ist so halbwegs intern für alle DLRG-Mitglieder. Also falls es einer noch nicht mitbekommen hat, die DLRG stellt sich den Mitgliederinnen vor. Vorstand stellt sich vor. Für alle, die den neuen Vorstand, der am 16. September gewählt wurde, noch nicht kennen und kennenlernen wollen, einfach mal an der Geschäftsstelle in der Friedrich-Engel-Straße 20 in Borgheide am 19.11. 14 Uhr vorbeikommen. Und da kann man sich ein bisschen informieren, was alles so in Zukunft geplant ist, was gemacht wird, wie die Schwimmkurse jetzt stattfinden, wie die Seepferdchenkurse geplant werden, was sonst noch möglich ist an der DLRG. Man kann Sanitäter werden, Rettungsschwimmer, in der SEG mitmachen, diese Truppe Katschutz vom Landkreis Potsdam-Mittelmark unterstützt und ja, so einige Sachen kann man sich dort angucken. Alle stehen Rede und Antwort, wird ein bisschen was erzählt, gibt auch ein bisschen was zu essen, was zu trinken. Schon wieder. Schlimm. Haben wir die Stunde schon voll? Dann müssen wir noch ein bisschen. Ja, und dann will ich nicht vergessen, nochmal Werbung für meinen Kalender zu machen. Da hinten, nee, hier rum, guck mal da hinten, nee, hier rum, hier, der ist vom letzten Mal noch. Ja, wir können ja den vom letzten Jahr nochmal zeigen. Du bist aber auch vorbereitet heute hier, sag mal. Ja, die liegen da schon. Oh, mach die nicht kaputt. Das ist noch ganz heiße Ware, die muss man auch mit Zange anfassen. Genau. Ja, eingeschweißt, Kalender, denk dran. Hier bei mir noch abzuholen, ich habe noch ganz viele rumliegen, 15 Euro das Stück. Und nicht nur bei mir, sondern bei dir. Gibt es bei mir auch noch. Genau. Und Weihnachten kommt. Und nächstes Jahr auch. Und nächstes Jahr, kann ich euch gleich jetzt schon sagen, also ab 1. Januar werden die dreimal so teuer. Also kauft die jetzt. Weil der vom letzten Jahr, der ist jetzt fünfmal so teuer. Der ist fünfmal so teuer. Und der von diesem, also der für nächstes Jahr, das ist für nächstes Jahr, wird nächstes Jahr dreimal so teuer. Wir müssen die Stunde noch voll kriegen, red mal ein bisschen Blödsinn. Nee, wir sind ja fertig. Wetter, sag, hast du was vom Schnee erzählt jetzt? Da kommt ich habe eigentlich seit Wochen drauf gewartet, dass du mich fragst, sag mal, wann kommt denn endlich Schnee? Ja, sag mal, wann kommt denn endlich Schnee? Die Frage will ich gar nicht hören. Also gibt kein Schnee. Wird was es geben wird, ist natürlich, ja, wir hatten ja schon wieder so knapp die 1 Grad gerissen des Nachtens und die minus 1 stehen so für den 18.11. in der Nacht auf der Uhr und ich würde fast sagen, hier bei uns im Wald können wir von jeder Temperatur 2 Grad abziehen nach unten. Dann hält sich das aber bei Tagestemperaturen ab dem Freitag so 5 Grad tagsüber und nachts um die 0 Grad oder bis Minusgrade. Also genießt nochmal den 14 Grad Dienstag. Genau, geht nochmal im Pool. Ja, ansonsten, ja, anbaden kommt ja auch. Dann kann man gucken, wie kalt das Wasser ist. Genau, und wir sind dann wieder für euch da mit neuen Videos. Mal gucken, ob wir diesen Monat nochmal was schaffen. Aber auf jeden Fall im Dezember kommt nochmal was. Wir haben 2 Veranstaltungen, vielleicht machen wir ja noch was. Vielleicht machen wir nochmal was. Wir haben ja noch ein bisschen Programm. Das Jahr geht ja jetzt so in die Endphase. Da haben wir doch ein bisschen mehr Druck. Da gibt es mehr Termine. Da sieht man noch ein paar Leute, bevor dann ab Januar alle in Winterschlaf fallen. Und erst im Frühjahr wieder aufwachen. Gut, Matze, das war's, ne, für heute.
Ja, mir fällt nichts weiter ein. Gut, dann lassen wir das dabei. Wir ziehen heute gar nicht so an der Zeit und an der Uhr. Schön, dass wir da veranstaltet sind. Und, nee, mir fällt nichts mehr ein. Okay, das war's. Alles Gute für euch. Eine schöne Woche gewünscht. Ach so, sind noch Ferien? Nee, die sind erst wieder am Weihnachten, sind schon wieder vorbei, die Ferien. Kriegt gar nicht mehr mit hier mit Ferien. Der Matze. Kikriko. Und? Der Lutze. Kikriko. Und tschüss. Hab geklaut.